Hallo, ein neues Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 auf der Folksom Second Edition V1.2. Und wir legen direkt los. Curseplay, ja, darf die Felder automatisch scannen. Und wir zahlen unseren Fahrern natürlich auch ein Gehalt aus. Wir sind ja keine Halsabschneider. So, F1 können wir erstmal ausmachen. Den Animal Status auch. Zeit auf 0 runter. Eben schnell noch Autosave aktivieren. Im 5-Minuten-Takt. Ja, doch. Oder nee. Ja, doch, ich lasse im 5-Minuten-Takt. Muss halt mal schauen, ob ich es nicht vielleicht dann im Laufe der Zeit doch ändere auf 15 Minuten, dass so ungefähr ein Part immer drauf ist. So, ich werde sehr viel in Innenansicht fahren, also bitte daran schon mal gewöhnen. Bevor wir jetzt loslegen, müssen wir erstmal ein bisschen düngen. So, da haben wir aber zum Glück einen Düngerstreuer ja schon stehen. So, vorwärts fahren. Und dann werden wir da gleich loslegen. Ich werde hier überwiegend im Singleplayer spielen. Oder was heißt überwiegend? Also ich habe erstmal nur vor, hier im Singleplayer zu spielen. Mir gegebenenfalls hin und wieder mal einen Talk-Gast dazu zu holen. Aber hauptsächlich eben hier alleine im Singleplayer meine Bahnen zu ziehen. Hatte halt auch den Grund, dass ich hier zum Beispiel, wie ihr jetzt gesehen habt, Curseplay drin habe, der ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht Multiplayer-tauglich ist. Also von dem her ist das allein dadurch bedingt schon, ja, so vorgegeben. Ich werde mit Sicherheit auch hin und wieder hier Curseplay-Kurse mal einfahren müssen. Hab jetzt hier, habt ihr gesehen, einen komplett neuen Spielstand gestartet, so wie die Map eben auch kommt, plus eben die paar Mods, die ich zusätzlich dazu schon drin habe. Hab hier aber dementsprechend nichts manipuliert oder sonst etwas. So, und ich habe zum Beispiel auch GPS drin. So, den müssen wir aber hier mal ein bisschen umstellen, gerade und... So, dann rüberschauen. So. Da stehen wir doch ein bisschen weit entfernt. Und dann werden wir dieses Feld hier schon mal komplett hier abdüngen müssen. So, und dann fahren wir los. Ja, ist natürlich so jetzt nicht unbedingt so realistisch hier durch die Frucht zu fahren. Aber wir wollen ja gleich ordentlich starten und dementsprechend halt auch einen ordentlichen Ertrag haben. Und da die Felder hier ungedüngt auf der Map halt sind, müssen wir also erstmal düngen, um den vollen Ertrag hier auch rauszubekommen. Die nächsten Felder werden wir dementsprechend natürlich anders machen. So. Auf in die nächste Bahn. Und düngen. Ja. Also ihr seht, GPS-Mod ist drin. Cosplay ist drin, wir haben hier den Animal HUD drin, wir haben den Inspector Mod drin. Wir haben Drive Control, sieht man zum Beispiel ja auch, ist drin. Die Volksholm liefert auch nochmal ein paar Mods gleich mit. Gülle Mist Mod haben wir drin, die Map hat Multifrucht, dementsprechend ist hier auch ein Multi-Fruit Modul mit drin, so dass wir die Multi... Na? Och nee, jetzt will er nicht. Hey!
dir gesagt, rückwärts fahren. Ja, also dementsprechend ist es so, dass wir da in unsere Standardhänger dann auch die Multifrüchte laden können. Und ich werde zum nächsten Part hin dann eine kurze Unterbrechung auch reinmachen und werde mir aus einem anderen Safe Game, bei dem ich auch die Folgsform spiele, meine dort bereits schon eingefahrenen Curseplay-Kurse dann auch hier rüber kopieren, so dass ich die nicht nochmal extra einfahren muss. Denn ist ja natürlich auch langweilig, da ewig und 3 Tage zuzuschauen, wie ich nur Kurse einfahre. Wenn wir natürlich hin und wieder mal einen Kurs noch neu machen müssen, kann man eben dementsprechend schauen, macht man das dann im Part oder macht man es dann auch wieder außerhalb. So, dann fahren wir die Bahn hier noch. Und dann würde ich sagen, reicht das an Düngen schon und dann können wir uns die restliche Zeit damit beschäftigen, dieses Feld abzuernten. Und zum nächsten Part können wir dann auf jeden Fall auch schon mal Curseplay weiter düngen lassen, die anderen 2 Felder, die wir zum Spielstart eben schon besitzen, können natürlich dann auch Curseplay abfahren lassen und uns schon mal drum bemühen, hier ja die große Wiese, die sich hier befindet, dann schon mal abzumähen. So, das können wir ausschalten. Und dann stellen wir den einfach mal hier hin. So, Handbremse, Motor aus. Dann gehen wir erstmal hier rein, da Schneidwerk dran. So, und los geht's. Ich werde vielleicht auch hin und wieder mal einen Drescher selber fahren, aber im Großen und Ganzen ist es eher so, dass ich den Helfer den Drescher fahren lasse und dann entweder selber abtanke oder eben Curseplay abtanken lasse und dadurch komplett in der Zeit was anderes machen kann. Jetzt am Anfang mit 3 Feldern und noch ohne Vieh, auch da werden wir natürlich schauen, dass wir schon was machen können. Wir können ja mal kurz schauen. 100.000, also ich habe Schwierigkeitsstufe normal, also die mittlere Stufe. Da ich normal auf schwer spiele, aber schwer, glaube ich, für ein Let's Play dann doch zu langwierig wird, bis man da mal wirklich Geld bekommt und was machen kann. Deswegen wollte ich es dann hier lieber in normal probieren. Das heißt, wir können 100.000 noch an Kredit aufnehmen. Da haben wir also ein klein bisschen was am Puffer. So, der startet nicht, weil wir ihn erst aufklappen müssen. Da gehen wir mal kurz Außenansicht. Nee, halt. Da sehe ich ja was anderes. Da haben wir uns doch arg doll verschätzt. So. Aber hier kann er nun helfen. Und dann mal los mit den jungen Pferden. So, macht er jetzt Schwart? Ja, macht er. Das ist gut. Dann können wir das nämlich nachher auch einsammeln. So, was wir hier jetzt angehangen haben, ist der Hänger. Das ist gut so. Den brauchen wir dann natürlich zum Abfahren. So, nebenbei können wir mal schauen, wie sind denn unsere Füllstände? Ja, so zwischen 8 und 8,644. Ach nee, Hackschnitzel haben wir sogar fast 9.000. Haben wir also schon mal ein bisschen was vorhanden. Ich gehe jetzt erstmal hin und nehme mir Weizen aus meinem Lager raus. Übrigens an der Map hier, also wirklich schön, saugenial gemacht hier diese netten Fenster, da sehen wir also auch hier in den Silos haben wir dann auch Sonnenblume, Hafer und Roggen drin und sehen hier schön die Füllstände. Genial. So, und dann, na, sind wir schon zu weit? Tatsache, wir sind schon zu weit gefahren. Dann kann das ja nichts werden. So, jetzt Weizen ab dafür.
So, warum hole ich mir hier Weizen raus? Nicht, weil ich es verkaufen möchte, sondern ich möchte, na, fahr vorwärts. Ich möchte den Seedmaster schon mal befüllen, damit wir uns selber gebeiztes Saatgut herstellen können und so nicht das Saatgut fertig kaufen müssen. Das heißt, wir verbrauchen hier zwar etwas unserer Frucht, aber wir müssen dadurch eben nicht kaufen. Und das hat ja auch natürlich wieder Vorteile. So, leer schön aus. Davon wird er jetzt nicht voll. Das heißt, einmal schnell schauen. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Drescher abtanken, denn der wird langsam voll. Und so kann natürlich die Maschine schon mal arbeiten und dann können wir uns überlegen, ob wir, wenn der Hänger jetzt das nächste Mal voll ist, das dann eben noch dazu kippen. Ist zwar jetzt Gerste und kein Weizen, aber das spielt keine Rolle, denn wir können beides dort einfüllen. So, da lassen wir den hier die Bahn noch fertig fahren. Das sollte doch noch ausreichend sein. Und tanken ihn dann ab. Ja, passt noch. Ich betanke mich mit einem Schluck Kaffee. So. Und dann können wir jetzt hier zum Helfer fahren, so dass wir das mit dem Abtanken ein bisschen besser abschätzen können. Gehen wir hier jetzt mal in die Außenansicht. So. Ja, fahre jetzt im Moment gerade ohne Tempomat. Nur mit Pedal, aber ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich werde mir hier trotzdem den Tempomat ein wenig angleichen. So. Und dann doch mit Tempomat nebenher fahren. Oh, und da wird der Hänger doch schon über die Hälfte voll hier. Wahnsinn. Und das würde dann auch schon reichen, um unseren Seedmaster zu füllen. So, da würde ich sagen, gut, das langt jetzt erstmal. Den Rest kann er ja wieder in seinem Bunker sammeln. Gehen wir wieder in die Innenansicht. Ich fahre lieber Innenansicht. Ja, es gibt ja auch viele, die bei anderen Kanälen in den Let's Plays auch immer wieder schreiben, macht doch mal Innenansicht und so weiter. Also hier bei mir werdet ihr Innenansicht, ja, bis zum Abwinken bekommen, weil ich mag dieses Außenansicht eher weniger. Bei so Sachen wie Abtanken, dass man mal den Hänger noch mit im Blick hat oder so, da ist das ja in Ordnung. Aber beim normalen Fahren finde ich so in der Innenansicht einfach viel schöner, authentischer und ja, spätestens jetzt, nachdem ich eben auch mein Lenkrad habe, macht es in der Innenansicht halt einfach noch viel mehr Spaß. Und daher gewöhnt euch dran, bei mir gibt es Innenansicht. So, da haben wir auch schon bald den ersten Part rum. Und wie gesagt, dann können wir ein bisschen mehr automatisch ablaufen lassen. So, Spiegel seht ihr, habe ich aktiviert. Da muss ich mal schauen, ob ich die drin lasse oder ob ich die rausnehme. Der ist wirklich noch mal komplett da rein. Wahnsinn. Oh, nee, der ist nicht komplett da rein. Den habe ich irgendwie abgehangen. Hab ich die Taste zu lang gedrückt oder was? Das gibt's doch gar nicht. So, packe ich das über die Spiegel? Oh, nee, das war schon mal ganz schlecht rangefahren. So, hier müssen wir hin. Na, noch ein Stück, noch ein Stück. Da sind wir. So, ja, ganz leer ist er nicht. Den Rest können wir dann noch ins Silo kippen. Ja, auch das sind so Spielereien, die mache ich hin und wieder gerne mal, dass ich wirklich dann versuche, über die Spiegel zu fahren. Wie gesagt, ich muss mir das mal anschauen, performance-technisch, jetzt wo hier noch eine Aufnahmesoftware nebenher läuft, ob das dann ausreichend ist oder ob ich sage, zugunsten einer besseren Performance und damit vielleicht dann,
nicht die Gefahr zu laufen, dass Ruckler im Bild nachher im Video sind, dass ich es vielleicht dann ausschalte. Also wie gesagt, da werde ich jetzt die ersten paar Parts, Folgen, wie auch immer man es nennen mag, Episoden, noch ein bisschen rumtesten. Also, selbst wenn das hier jetzt nicht die beste Qualität ist, ich werde versuchen, mich da weiter zu verbessern. So, den tanken wir jetzt eben noch schnell ab. Gehen wir einmal in die Außenansicht. Fahren ran. Tempomat rein. So, und wenn wir den jetzt hier, die Bahn fertig haben, werde ich den Part beenden und wir sehen uns dann im nächsten Part, wie gesagt, mit den ersten Cosplay-Arbeiten und hoffen, dass dementsprechend hier bald auch ordentlich Geld aufs Konto kommt, dass wir mehr Felder, größere Maschinen etc. pp. Oh, der ist noch nicht ganz leer. So, jetzt ist er ganz leer. Gut, dann hoffe ich, der erste Part hat euch schon mal Spaß gemacht. Ein Start in ein neues Let's Play auf einer sehr schön umgebauten Björnholm, die sich eben jetzt Volksholm nennt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.